ich jetzt besser hinbekommen. Aber für den Anfang nicht übel. Naja, dann halt so. In meinem Traum hatte ich an... Aber da... Ich weiß... Jetzt wer... Da, seine Muskeln entspannen sich noch. So schlimm kann's also nicht sein. Lonzo, alles klar bei dir? Ja, Rufus, alles super, dich trifft keine Schuld. Ta, alle haben es gehört. Kein Grund zur Sorge. So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Viel Bonbon. Wow. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Wow. Aua! Was soll denn das? Wo ist Killbot? Killbot kann mir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur in den Drosselbetrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, würde ich mich verdrosseln. Das kostet mich, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Besser, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Der kann das ja nicht sein. Gibt ja nur drei Hebel. Quinn Bonbon, willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzens. Aua, was soll denn das? Ja, ginge ruhig. Du wirst noch mehr ein Mensch. Quinn Bonbon. Quinn Bonbon. Chillbot-Mode. Halten Sie lieber Abstand. Hä? Aber müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, Hans! Im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied habe ich mir einen Prozessor-Unterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Nein, tu's nicht. Solange ich gedrosselt bin, ist das Eis voller Keime. Solange ich... Chillbot kommt, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Na endlich. Danke, Mann. Das war echt nötig. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil.
ganz könnte. Wer hätte das gedacht? Lotte und ich haben dieselbe Körbchengröße. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Endlich den Bastlerpreis gewinne? Bislang haben sie meine Einsendungen immer kommentarlos zurückgeschickt. Oder was davon übrig war. Sind das etwa Ohrenschützer? Wow! Ha. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Fertig. Der Elefant kann kommen. Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment. Ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Ich halte hier die Stellung, Sir. Übertreib's nicht, okay? So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Ach, du hast einfach keine Fantasie. Vielleicht ist er auch der Elefant. Immerhin habe ich die beiden noch nie zusammen in einem Raum gesehen. Ich sollte ihn im Auge behalten. Du gehst vor. Unmöglich. Ich habe die Uhr gerade erst gestellt. Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser... Elefant? Zack. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und... Bing! Ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan!